Willkommen auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns die ASML-Firma an, aus den Niederlanden. Eine Firma, die für den Chip-Hersteller die Produktionsmaschinen herstellt. Mal schauen, wie es weitergeht in der aktuellen Krise. Viel Spaß mit dem Video. Hier sehen wir die Bilanz aus der Bilanz 2021, den Umsatzseite der Bilanz. Wir sehen, im 21er-Jahr gab es einen Gesamtumsatz von 18,6 Milliarden. Das sind aktuell 100% für die Berechnung. Hier den Rohertrag mit 9,8 Milliarden, das sind ungefähr 52,7%, was vom gesamten Umsatz überbleibt, abzüglich den ganzen Produktionskosten. Minus alle anderen Kosten bleiben noch 6,7 Milliarden Euro über das Betriebsergebnis. Da haben wir noch 36%, was überbleibt. Auf alle Fälle ein sehr guter Wert, weil es sehr hoch ist. Und nettomäßig bleibt über, abzüglich den Zinsen und Steuern, 5,8 Milliarden. Das wären sage und schreibe fast 32%, was überbleibt vom gesamten Umsatz. Dieser Betrag wird dann ins Eigenkapital übertragen und abzüglich aller anderen Kosten sowie Dividenden und andere Zahlungen bleibt ein Betrag über, ein Cashbestand, und der erhöht dann das Eigenkapital. Wachstum oder Schrumpfung? Die Dividende ging vom Jahr 2017 bis 2021 um sage und schreibe fast 41% per annum nach oben. Das Eigenkapital in dieser Zeitperiode lief leider seitwärts mit minus 1,5%. Der Nettoumsatz ging sage und schreibe fast um 30% nach oben, also 29,9% per anno. Ist auf alle Fälle mal eine sehr gute Steigerung, aber das Eigenkapital wurde nicht erhöht. Die ASM Holding NV ist im Informationstechnologie-Sektor tätig und hier seht ihr den Google Finance Sticker. Den könnt ihr gerne in Google Search eingeben, dann seht ihr auch den aktuellen Kurs und andere Finanzdaten und andere Finanzseiten. Das Return Equity liegt aktuell eben, dass der Nettoumsatz zum Eigenkapital im Verhältnis gesetzt sind ungefähr 58%. Ist auf alle Fälle mal sehr hoch, auf alle Fälle sehr gut. Leider ist negativ zu sehen das Preis-Sales-Verhältnis, denn der Umsatz zum aktuellen Kurs, also der Umsatz pro Aktie zum aktuellen Kurs, ist der Faktor 10,51, ist auf alle Fälle mal sehr hoch. Auch das Preis-Buch-Verhältnis liegt bei 19,3, ist auf alle Fälle auch sehr hoch, denn alle Werte hier unter 3 sind optimal. Leider sind wir hier alle über 3. Der Buchwert pro Aktie liegt bei 24,71 Euro. Da sind wir aktuell sehr weit entfernt. Das Verhältnis Long-Term Debt to Equity, also die Langfristigkeiten im Verhältnis zum Eigenkapital gesetzt, da haben wir einen Faktor 0,4, das heißt, das Eigenkapital ist höher wie die langen Verbindlichkeiten. Aber zur Gesamtverschuldung haben wir einen Faktor 1,98, da benötigen wir knapp das Doppelte am Eigenkapital, damit die Gesamtverschuldung auf 0 gesetzt werden kann. Hier sind wir im Chart auf Monatsbasis. Wir sehen auf alle Fälle hier, kamen wir mehrere Monate über die 707 Euro nicht hinaus. Es ging sogar schön im QI3 21, QI4 und QI1 2022 immer wieder runter, der Schlusskurs. Das heißt, massive Abverkäufe. Der nächste Widerstand aktuell wäre die 516. Gehen wir dort drüber raus, können wir weiter steigen auf die 550. Denn das war ja hier eine Widerstandszone. Und aktuell sehen wir auch eine Bewegung nach unten, Korrektur, Bewegung nach unten, Korrektur, Bewegung nach unten. Und nun können wir die Korrektur ausbilden. Entweder bleiben wir jetzt bei 488 stehen oder wir gehen auf die 515 hoch, wo auch dann der gleitende Durchschnitt liegt aktuell, wenn wir ihn verlängern würden. Und dort könnte der Markt wieder abwärts gehen, wieder auf Richtung vielleicht sogar auf 323 retour, denn es war ja hier eine Widerstandszone. Das wäre das Big Picture aus dem großen Chart. Nun schauen wir, wie der Wochenchart aussieht. Hier sind wir im Wochenchart mit dem W für Weekend. Hier sehen wir auf alle Fälle den Widerstand bei 613. Hier einen Widerstand bei 580. Wir sehen auch hier einen Widerstand bei 550. Hier eine Unterstützung bei 550. Nun sehen wir auf alle Fälle auf Wochenbasis auch die 488 sind eine Widerstandszone. Einmal drunter geschlossen, grüne Kerze. Die nächste rote war drüber, aber drunter geschlossen. Auf alle Fälle Widerstand. Dort müssten wir drüber rausgehen, damit wir auf die 515 hochlaufen können. Denn das wäre dann wieder Unterstützungszone, hier eine Widerstandszone. Aktuell kann es aber auch sein, dass wir hier runtergehen auf die
3,88 wieder und hier diesen Unterstützungsbereich mehrmals wieder testen werden. Oder wenn er nicht hält, werden wir drunter gehen. Auf alle Fälle ist dieser Chart noch abwärts gerichtet, auch auf Monatsbasis sind wir noch in der Abwärtsbewegung und auch der Buchwert liegt weit entfernt vom aktuellen Kurs. Auch das Preis-Sales-Verhältnis ist auf alle Fälle extrem hoch. Mal schauen, wie weit wir runterkommen. Der Kurs an der Börse aktuell ist 476. Hier sehen wir aktuell die Marktkapitalisierung. Die Earnings per Share Trading 12 Months sind 15,04. Der freie Cashflow pro Aktie wäre 26,25 pro Aktie. Hier sehen wir auf alle Fälle das KGV bei 31,70. Gehen wir runter auf 15, müsste sich der Kurs halbieren. Hier sehen wir die Earnings per Share der letzten 5 Jahre. Das KGV der letzten 5 Jahre ist sogar 60, ist noch höher wie aktuell. Optimal wäre alles unter 22,5 im 5-Jahres-Bereich. Der freie Cashflow liegt bei 9,17 und das Verhältnis zum aktuellen Kurs ist 52, auf alle Fälle auch sehr hoch. Wir sehen hier, dass alle Werte rot sind, das heißt zu hoch. Die Dividende war mit 5,50 gezahlt worden im Jahr 21, zahlen also seit 14 Jahren ihre Dividende. Payout Ratio Earnings per Share wäre 36%, ist auf alle Fälle akzeptabel und sogar zum freien Cashflow ist es auch rein optimal mit 21%. Dividendenrendite ist leider mit 1,15% nicht sehr viel. Geht der Kurs um die Hälfte runter, steigt das um das Doppelte. Hier sehen wir den Buchwert aktuell mit 24,71. Der faire Wert aus dem Buchwert und Earnings per Share Trading 12 Month wäre 91. Aus 5 Jahre History mit dem Buchwert 66. Und vom Nettozug mit den 30% Steigerung bei anderen 449. Da liegen wir auf alle Fälle bei allen Fernwert und Buchwert weit drüber. Nur bei dem Nettozuwachs sind wir fast da. Aber wenn der Nettoumsatz reduziert wird, sinkt auch dieser Wert, geht dann wieder runter. Und wenn die Öffentlicher weniger werden, sinken auch diese Werte. Nur der Buchwert wird gleich bleiben, wenn wir das Eigenkapital nicht reduzieren. Die Analysten schätzen das Kursziel bei 626 Euro, wäre ein Potenzial von 31% und sagen sogar bei. Aber sie wissen noch nicht, wenn der Umsatz retour geht, werden auch Analysten ihre Kursziele reduzieren. Und bis zu diesem Bereich gibt es mehrere Widerstandszonen, die überschritten werden müssen. Darum aktuell würde ich sagen, eher sind wir abwärts gerichtet auf Monatsbasis. Vorausschau, Wachstum oder Schrumpfung, wenn die Dividende um 6,48% erhöht wird, das Eigenkapital um 6,21% reduziert wird und der Nettoumsatz um fast 19,9% reduziert wird, dann haben wir folgende Werte. Hier sind die Werte. Der Kurs an der Börse ist immer noch identisch. Die nächsten Earnings per Share werden dann nur noch 12,05. Der Buchwert 23,17 pro Aktie. Preis-Buchwert-Verhältnis haben wir dann 20,57. Dividende wäre dann 5,86, ist auf alle Fälle jetzt höher. Und wir hätten dann Rendite von 1,26%. Der faire Wert aus dem Earnings per Share reduziert und Buchwert reduziert wäre dann 79,26. Und vom Nettozuwachs von den 30% Wertsteigerung 360. Geht der Wert weiter runter, sinken diese Werte und diese Werte. Oder wenn der Nettoumsatz seitwärts läuft, dann bleibt dieser Wert identisch. Aber dieser sinkt dann nochmal, weil die Earnings per Share ja weiter runtergehen und die Gewinnspanne weniger wird. Hier fehlt ein weiteres Video von mir. Viel Spaß beim Anschauen.